So, meine lieben Freunde, das Neueste, was ich jetzt mal hier so entdeckt habe, gerade in der normalen Abteilung, ja, man möge es kaum glauben, aber der Einhorn-Trend ist ja allgegenwärtig, da kommt man ja wirklich nicht drum rum. Einhorn-Bratwurst, Grill and Chill. Und zwar steht hier dann nochmal extra drauf, dass man diesbezüglich auch die Extra-Power von Einhörnern zu spüren kriegt, die gerade mal im Sonderangebot abgekriegt, und zwar noch genau bis heute haltbar. Und sozusagen für 4 Cent statt für 2,22 € kann man sich mal geben. Was ich ja ziemlich witzig finde, die sind wirklich in Pink gehalten. Das Ganze hier, wie gesagt, bis 23.06., der ist heute genau. Und Upload des Videos natürlich ein bisschen später, aber ich musste das einfach mal zeigen. Das ist so unglaublich krass, was es nicht schon alles gibt. Die Einhornbratwurst. Und ja, da ist auch extra gleich die Power drin. Rainbow Feeling inclusive, steht ja hier direkt drauf vor mir mal. Und wie die jetzt aussehen, gucken wir uns jetzt mal an. So, die Einhornbratwurst jetzt hier an der Stelle. Also sieht wirklich ziemlich witzig aus, wenn man das Ganze mal so sieht. Eine richtig schöne Bratwurst, komplett in rosa bis pink. Habe ich so allerdings auch noch nicht gesehen. Ich dachte mir, wir schneiden einfach mal so eine Bratwurst direkt einfach mal in der Mitte auf und wollen uns das Ganze dann nochmal anschauen, wie das Ganze denn da so erschaffen wurde. Also ist ja ganz normales Schweinefleisch, wie wir gerade so gesehen haben. Ich nehme mal direkt das Messer hier rüber und wir schneiden einfach mal hier längs lang oder einfach mal erstmal hier in der Mitte einmal durch. Komm mal her hier, dass wir mal sehen, wie die so von innen geschaffen sind. Eine richtig lustige Sache. Also innen wie außen rosa bis pink. So ein lustiges kleines Würstchen. Ich schaue mir die jetzt mal an, wie die auf dem Grill gehen. Erstmal gleich drei Packungen für akkurate 12 Cent mitgenommen und neun Würstchen dafür bekommen. Tja, wenn das mit jedem Produkt so wäre, dass der Preisverfall so gut ist. Wie die fertig aussehen gegrillt, das zeige ich euch gleich im Anschluss nochmal. So, nach kurzer Zeit auf dem Grill habe ich mir das Ganze dann nochmal genauer angeschaut. Und was ich noch gar nicht so richtig realisiert habe, war ja, dass das eine ganz normale Schweinefleischbratwurst ist mit teilweise 7% Rind. Aber zusätzlich noch Apfelstücken sind da drinnen. Ich habe das jetzt erstmal auf Farbe gebracht. Direkt auf dem Grill. Hier musste man schon ein bisschen aufpassen, dass man die nicht zu sehr anbräunt oder anbrutzelt. Deswegen also nur mal ein bisschen angeröstet. Ja, und das Ganze gucken wir uns jetzt mal vom Innenleben an, denn da sind wirklich Einhörner drin, zerkleinerte selbstverständlich, oder Einhornstückchen. Wie das Ganze aussieht, guckt euch das jetzt mal an. So, die Einhornbratwurst an sich erstmal in der Mitte geteilt, sieht das Ganze lustig aus. Und zwar habe ich gedacht, was ist das denn? Ich dachte erst Käsewürstchen-Style und so ähnlich wie bei diesen Berner Würstchen, aber nein, hier an der Stelle sind also die kleinen Apfelstücken drinne, die muss ich ganz ehrlich sagen, schmecken auch wirklich ganz gut. Also das ist wirklich so eine schöne Bratwurst. Man beißt erstmal rein, man darf jetzt von der Farbe sich nicht leiten lassen. Einfach mal reinbeißen und ruckzuck stellt man fest, dass man erst einen herben, deftigen Geschmack abbekommt und dann hinterher wird das Ganze süß. Und zwar durch diese kleinen Apfelstückchen. Das wirklich schmeckt richtig gut. Hätte ich jetzt so an sich gar nicht gedacht. Ich würde mal fast sagen, so eine kleine Delikatesse so für zwischendurch. Ausschließlich könnte ich mich davon jetzt wahrscheinlich nicht ernähren. Mir sind auch noch keine Flügel oder Einhörner gewachsen. Aber so an sich eine ziemlich nice Idee. Und das Ganze haben sie wirklich effizient umgesetzt. Und ja, ist auf jeden Fall der Running Gag schlechthin, so dass jeder mal so eine Bratwurst anscheinend haben wollte. Wäre die jetzt hier nicht für 4 Cent im Angebot gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich es mir verkniffen. Aber so an der Stelle muss man wirklich mal sagen, Daumen hoch an der Stelle. Die Marketingindustrie hat wieder funktioniert und die ganzen jungen Kids sind beim Grillen wahrscheinlich begeistert. Vielleicht nicht so 100% vom Geschmack, aber sie haben das erste Mal eine pinke Bratwurst und die Nährwerte sind eigentlich so wie von einer natürlichen Bratwurst. Weniger Eiweiß, mehr Fett, mehr Kohlenhydrate, selbstverständlich und fettig selbstverständlich ohne Ende. Aber so sieht das Ganze aus. Die pinke Bratwurst von den Einhörnern direkt geliefert, 3 Stück in der Packung. So soll das gewesen sein. Bis dahin zum nächsten Video.